Online-Handel mit Kryptowährung, Bitcoin. Ziegen? Es geht um Online-Handel mit Kryptowährung. Sie haben sich bei Bild.de angemeldet. Ja, was möchten Sie da? Für Kryptowährung. Meerschwein. Es geht um Online-Handel mit Bitcoins. Ja, wie viele? Also Sie haben das Konto noch nicht aktiviert, Herr Sieghardt. Ja. Genau. Warum denn nicht? Können Sie das machen? Ja. Ja klar, ich bin hier zuständig, um Ihnen dabei zu helfen. Das ist doch klasse. Und dann mach mal. Okay, also können Sie das Geld überweisen? Was für Geld denn? 250 Euro, damit Sie das Konto aktivieren können. Ja, das ist kein Problem. Können Sie mir da die Bankdaten zur Verfügung stellen? Okay, soll ich Ihnen die Bankdaten per E-Mail oder per WhatsApp senden? Ja, schicken Sie mir mal eine E-Mail, würde ich sagen. Welche E-Mail-Adresse haben Sie denn da? Ich glaube, das ist schon ein bisschen her, dass ich mich da angemeldet habe. Okay, warten Sie kurz, ich schau mal nach. Einen Moment bitte. Ja, schauen Sie mal, danke. Hallo. Hallo. Ja, daran scheitert es jetzt wieder, ne? Hallo, Herr Sieghardt, ich bin noch da. Ja, das ist doch klasse. Ja, was, schön. Ich kann Sie hören. Was möchten Sie denn? Okay, also wie gesagt, ich schau mal nach, mit welcher E-Mail Sie sich angemeldet haben. Ja, aber wie lange brauchen Sie denn dafür, um einen einfachen Dateneintrag abzurufen? Okay, also es ist so. Also auf unserem Computer können wir nur Ihren Namen und Nachnamen sehen. Also das ist für die Sicherheit des Kunden. Das müssen wir nachfragen auf unserer Kontrollabteilung, damit ich die E-Mail herausholen kann. Meine Güte. Ja, so kann man aber kein Geld verdienen, ne? Sieghardt, wenn ich fragen darf, haben Sie da schon Erfahrung am Onlinehandel? Nö, überhaupt nicht. Okay, also ich habe hier eine E-Mail-Adresse, Hans Maulwurf 1941@gmail.com. Nee, 1946 ist die E-Mail-Adresse. 1946? Ja. Okay, also dann werde ich... Nein, 1945, Entschuldigung, ich komme ganz durcheinander hier. Okay, also, aber Hans Maulwurf ist richtig, Hans oder? Maulwurf 1945@gmail.com. Okay, super. Also alles zusammengeschrieben. Alles klein zusammengeschrieben, genau. Ja, und Kai Uwe ohne H, ne? Nein, mal bitte? Hans Maulwurf. Genau. Ja, 1945. Alles kleingeschrieben, 1945@gmail.com. Ganz genau. Okay, also dann werde ich Ihnen unsere Bankverbindung. Haben Sie Online-Banking, Herr Sieghardt? Ja, ich mache das dann gleich fertig. Okay, super. Dann werde ich Ihnen die Bankdaten per E-Mail zusenden. Und dann brauchen wir von Ihnen nur den Beleg als Beweis, dass Sie die Überweisung getätigt haben. Nochmal, was soll ich machen? Also den Beleg. Also können Sie vielleicht auf Ihren Computer speichern als PDF? Also, ja, dass Sie die Überweisung gemacht haben, als Beweis. Nun gut. Das kann ich machen. Also dann in ein paar Minuten, kann ich da auch ein Foto in machen? Minuten. Ja, wenn Sie da das... Natürlich, also das, uns genügt nur, damit wir das sehen, als Beweis, dass Sie die Überweisung getätigt haben. Das ist ja ein guter Junge, ne? Hast du das jetzt schon rausgeschickt? Nein, noch nicht. Also die E-Mail habe ich noch nicht gesehen. Warum nicht? Was dauert denn da so lange? Ja, wir wollten gerne gerade sprechen, deshalb. Ja, aber ich möchte es ja fertig machen. Okay, einen Moment. Jetzt werden Sie die E-Mail erhalten mit den Bankdaten. Das ist doch klasse. Also, Sieghardt. Anwesend. Wenn Sie die Bankdaten erhalten und Ihre Bank, also den Verwendungszweck will, dann schreiben Sie einfach Ihren Namen. Einfach meinen Namen? Genau, bei Verwendungszweck schreiben Sie einfach Ihren Namen, also Ralf Sieghardt. Na gut. Okay? Das können wir gerne machen. Okay, also dann sende ich Ihnen die Bankdaten und dann melde ich mich nochmal nach 5 Minuten, okay? Du kannst ja eben dranbleiben, schick das mal rüber, ich mache das am Computer fertig. Weil ich muss jetzt gleich noch zum Arzt, ne? Weil die machen ja sonst wieder zu fürs Wochenende. Okay, wann sind Sie wieder zu Hause? Ja, nachher, aber ich möchte das gern jetzt fertig machen.
Okay, dann sende ich Ihnen einfach die Bankdaten. Da habe ich nur geschrieben, hallo Herr Sieghardt. Ja, Schaschi jetzt Okay, schon einen Moment. unterwegs. Warten Sie kurz, einen Moment, ich sage Ihnen Meine Bescheid. Güte, Bleiben Sie ja. dran. Bist du im Bett auch so langsam? Ach Mensch, was soll ich nur machen mit euch? Hallo. Hallo, Herr Sigurd, ja, ich bin noch da. Was dauert denn da so lange, Leute? Im Ernstfall muss Ja, das gleich. schneller gehen. Ja, da haben Sie recht, aber unsere Kontrollabteilung hatte Mittagspause, deshalb kann es ein bisschen dauern. Was wollen die denn kontrollieren, wenn sie mir eine E-Mail schreiben? Ja, also die senden Ihnen die E-Mail, also, weil die bekommen die E-Mail von unserem Support, also support@bitmarket.co. Ist das alles kompliziert bei Ihnen? Ja, also das ist natürlich nur für die Sicherheit des Kunden, damit wir die Daten nicht weiterleiten, verstehen Sie? Also das heißt, wir können nur Ihren Namen und Nachnamen sehen, also keine Telefonnummer, kein E-Mail, nichts. Nur die Kontrollabteilung das darf. Aber warum machen Sie denn sowas? Okay, wie bitte? Warum Sie sowas machen? Was denn? Na, dass das so lange dauert. Da Ach ist so, es okay, warten gekommen. Sie. Schau mal. Jetzt muss ich gerade mal Es was ist die Mail checken. angekommen. Warum ist das denn eine IBAN von Malta, sag mal? Okay, also die Bank ist in Malta, deshalb, weil deutsche Banken akzeptieren keine Kryptowährung. Also Das deshalb ist müssen wir eine Quatsch. Bank in aus. Das ist nicht richtig. Es gibt Doch. ja auch deutsche Anbieter. Also bis jetzt haben wir keinen gefunden, Herr Sieghardt. Also deshalb, wir mit dieser Bank arbeiten wir seit 5 Jahren und wir hatten nie Probleme damit. Das ist ja schwachsinnig, sowas. Glauben Leute das? Na, na, bitte? Ob Leute das glauben? Natürlich, also, weil das Ja? Geld, das Sie überweisen, wird direkt auf Ihren Konto landen. Wieso das denn nicht glauben? Na, weiß ich nicht, ist ja offensichtlich, dass das Betrug ist, was Sie da machen. Nein, ist egal. Also, da kann ich Ihnen hundertprozentig garantieren. Wie viel Prozent bieten Sie denn an im Monat? Okay, also, es ist so, bei uns läuft es so, bei jedem Trade, also gehören uns als Unternehmen 5% von Ihrem Reingewinn. Wie viel? 5%. Ja, vom Rainer jetzt, ja? Winkler. Vom reinen Gewinn, also zum Beispiel, wenn Sie 100 Euro bei einem Trade gewinnen mit dem Berater, dann gehören uns 5%, also das heißt nur 5 Euro. Und Ihnen als Investment, also gehören dann 95%. Das hört sich gut an. Ja, es ist auch gut, Sieghardt. Also das werden Sie auch selber sehen, wenn Sie mitmachen. Also bin ich mir sicher, jetzt haben wir den 2. August. Entweder für 2 Wochen oder für 1 Monat werden Sie das ja selber nachverfolgen können. Ja. Und ich bin mir sicher, Sie werden mit uns sehr zufrieden sein. Ja, das hört sich doch gut an. Wie viel haben Sie denn da schon verdient, also Sie persönlich? Ich persönlich, von Ja. wem? Na, Sie machen das doch bestimmt auch, wenn Sie so ein Vollprofi sind, oder? Nein, nein, ich bin kein Berater, Herr Sieghardt. Ich bin Also nur einer Sie machen Kundenmanager. das gar nicht Also, selber? ich bin nur ein Betreuer. Ach so, von wem denn? Vom Rainer? Von Bitmarket. Und ach so, macht er da jetzt auch mit? Hat er endlich Arbeit gefunden, der Bua vom Rudi? Ja? Es gibt keinen Rudi bei uns, Herr Nee, der Sieghardt. Wir Rainer, haben das uns ist mit ja der jemandem Sohn, verwechselt. der Bua vom Rudi, der Rainer Winkler. Sie sind doch der Betreuer Das. von dem, haben Sie gesagt. Nein, 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 kenne ich nicht. Ja, ich weiß, Sie müssen es jetzt verleugnen, aber hat er inzwischen abgenommen? Ich kenne keinen Herr Rainer Winkler, Sieghardt. Macht er Ganz fette sicher Gewinne? keinen Herr Winkler. Wie gesagt, Herr Sieghardt, Wie viel wir haben Prozent die gibt's denn im Bankdaten. Monat bei euch so? Wie gesagt, bei jedem Trade gibt es 5% von Nein, wie viel ich verdiene also. im Monat? Wie viel? Ja, es liegt an der Börse an, wie sich der Börse bewegt, also wie die Kryptowährungen steigen oder fallen. Also das wird Ihnen besser der Berater erklären, Ja, wenn kann Sie ich dann mitmachen. mal mit dem sprechen? Weil wenn Sie das nicht Mit wissen, dann wem? bringt das ja nichts, wenn wir beide uns unterhalten.
Ja, natürlich, wenn Sie das Konto aktiviert haben, dann werde ich Sie sofort weiterleiten an unseren Finanzberater. Na, ich muss das ja vorher wissen. Ich kaufe doch nicht das Meerschweinchen in der Blechdose. Also Sie kaufen bei uns nicht, Herr Sieger, sondern Sie investieren. Ja, ich also, investiere doch nicht in Meerschweinchen, die noch gar nicht geboren worden sind. Wenn Sie suchen, oder in Otter. Wenn Sie das Konto aktiviert haben, also dann ja. werden Sie sofort weitergeleitet in einen von unseren Finanzberatern. Das ist gut. Haben Sie denn auch Hühnerpunkte im Angebot? Und Dogecoin wollte ich auch haben. Gibt es das bei Ihnen? Ja, es gibt alle Kryptowährungen, die existieren. Was kostet denn ein Hühnerpunkt gerade? Shiba. Nee, Shiba will ich nicht. Das ist mir zu lächerlich. Ich möchte Hühnerpunkte Ethereum, haben. Wie viel Solana. Nee, will ich auch Cardano, nicht haben. Welche Sie wollen. Hühnerpunkte möchte ich haben. Wie viel kostet da einer im Moment? Wir haben kein Hühner, Nein, nicht Hühner. Hühnerpunkte, die Kryptowährung. Chicken Coin heißt das. Hühnerpunkte. Okay. Da hat Elon Musk neulich bei Twitter von geschrieben. Und das möchte ich auch gerne haben, weil ich finde, das Bild ist sehr lustig. Das ist quasi so eine eierlegende Wollmilchhenne. Im Prinzip. Ja, also momentan... Diese Chicken Coin hat 1, 2, 3, 7, 0 und ein 9. Ist das da gut? Da können Sie gerne investieren. Ja, also da können Sie mit 20 Euro viele Coins kaufen. Wie viele würden Sie denn da kaufen? Also ich hätte gerne mit 50 Euro gerne das mal probiert. Ja? Und warum machen Sie es nicht? Also diesen Chicken Coin habe ich heute von Ihnen gehört. Also da werde Aber ich Sie sind doch der Profi, warum muss ich Ihnen denn Sachen beibringen? Ich bin kein Profi, das habe ich nicht gesagt, Herr Sieghardt. Das ist schade. Sie werden an den Profi weitergeleitet, wenn Sie das Konto aktivieren haben. Ich möchte dem Profi aber vorher sprechen. Ich bezahle doch kein Geld, wenn ich leider gar nicht weiß, was ich verdiene. Leider, die Regeln sind so... Also wenn Sie das Konto aktivieren, dann werden Sie zu dem Berater weitergeleitet. Wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ja, aber das ist ja das Gleiche, wie wenn ich in den Supermarkt reingehe und an der Kasse erst das Geld dalassen muss, aber noch gar nicht weiß, was ich denn in den Einkaufswagen reinpacke. Verstehen Sie das Problem? Ja, also Sie haben unsere E-Mail erhalten, also da können Sie... Ja, ich habe eine E-Mail erhalten. Aber ich muss ja wissen, was Sie für Dienstleistungen anbieten. Gehen Sie auf bitmarket.co, da haben Sie unsere Plattform. Sie können recherchieren, lesen den ganzen Tag. Ich Wenn möchte Sie ja beraten werden. Haben Sie unsere Bankverbindung. Ihr wollt Wenn kein Geld verdienen, ist ne? Ist das okay. Scheiß Betrügerpack. Wir sind kein Betrüger, Herr Sieghardt. Na doch. Bist ein Betrüger, ein ganz schlechter Sohn. Warum machen Sie denn wie ein Chicken? Sind Sie jetzt ein Chicken oder was? Ja, ich bin ein Chicken. Ich habe 3 Chicken Coins gerade gekauft von meiner restlichen Rente. Und jetzt muss ich die ja motivieren, damit die Eier legen. Ich will ja fette Gewinne abstauben. Okay. Ja, ja. Dann viel Erfolg. Weil der Spielplatz beim Kai-Uwe, da sind Scherben im Sand. Ne? Wir wollen da, sagen wir mal, den Wechselsand quasi finanzieren und da auch Chinchillas reinsetzen, damit die Kinder eine Freude okay, haben. Okay, super. Viel Erfolg wünsche ich dir. Scheiß Betrügerpack. Dann leg endlich auf, du Idiot.